euch recht herzlich begrüßen zur Session Custom Fields für Developer. Ich muss sagen, es freut mich, dass wir so viele Entwickler hier im Publikum haben. Kurz zu mir, ich bin Alan Moritz aus der Schweiz, Gründer der Digital Peak GmbH und mache Joomla Extensions seit 2007, seit etwa eineinhalb Jahren hauptberuflich. Zur Agenda von heute. Ich werde kurz noch auf die Informationen zum Status des Projektes gehen, dann das Konzept erklären, kurz auf die End-User-Perspektive eingehen, dann die Developer-Perspektive erklären, eine kurze Demo machen und dann, was sicher viele interessiert, wie man das in seine eigene Komponente integrieren kann. Ein paar Hidden Features und dann noch die neue Plugin-Gruppe Fields erklären. Am Schluss werden wir dann noch eine Fragerunde machen. Wenn Fragen sind, sonst einfach auch während dem Vortrag die Hand hochhalten und dann können wir das gleich besprechen. Angefangen hat alles, da wir für unsere eigenen Extensions von Digital Peak Custom Fields brauchen. Anstatt dass wir das von einer Komponente zur anderen dann kopierten, haben wir gedacht, machen wir ein Package, das dann von der jeweiligen Komponente gebraucht wird. Dieses Package nennt sich DP Fields. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass es auch für Artikel, für User, sogar für Module haben wir das eingebunden. Und dann haben wir gedacht, da wir das ja eh gratis gaben, ob das vielleicht von Interesse wäre, ins Core reinzubringen. Wir haben dann auf der Entwickler-Mailing-List nachgefragt, ob da Leute interessiert sind, das im Core zu sehen, und bekamen da dann sehr viel positives Feedback. Und im März, April 2016 haben wir dann das Custom Fields-Projekt gestartet. Es wurden da über 100 Issues geschlossen, irgendwie 50 Pull-Requests gemerged und glaube ich 250 Commits gemacht. Und vor etwa drei Wochen habe ich dann den Pull-Request mit der Nummer 11.833 im Joomla-Repo eröffnet. Er ist aktueller Stand dort, es fehlt noch die Microsoft SQL Server-Installation, also das Installer-Skript und die HTOR Layout Overrides. Das Ganze ist gegen den 3.7er Branch, dass wir das in 3.7 dann reinbringen werden. Von dem her, dass Leute noch testen wollen oder vor allem mit dem SQL, Microsoft SQL Installer Script aushelfen wollen, bin ich da sehr froh über Hilfe. Aber sonst ist eigentlich der Pull Request soweit fertig. Das Konzept grundsätzlich ist das Custom Fields Feature eine Komponente und ein System Plugin. Das System Plugin integriert sich durch verschiedene Joomla Events wie On Content Prepare Form oder On Content After Save. Was es macht, es erweitert eine JForm Instanz, also es lädt da nicht irgendwie über Ajax selber HTML Code, wenn man in der Artikelbearbeitung ist, sondern es bei dem Aufsetzen des Forms, bei dem On-Content-Prepare-Form-Event, werden da neue Fieldsets reingeladen und eigentlich das Form wird gerendert wie jedes andere Form. Es braucht JForm-Fields, die da vorhanden sind im Joomla Core und dann auch in der Komponente. Comfield selber ist MVC-codiert, jede andere Joomla 3 Komponente, also ist da keine Magie dahinter. Und funktionieren tut es eigentlich wie ComCategories, man bindet es über die Sidebar ein. Es ist keine Standalone Komponente. Und zum Generieren von HTML Output werden dann JLayouts gebraucht, die man dann überschreiben kann. Grundsätzlich, was ComFields macht, es generiert XML. Die meisten von euch haben sicher, wenn sie eine Tabelle haben und im Modell haben sie Models Order, irgendwie in Artikel.xml-Datei und geben da
dann eigentlich die XML-Tags an mit den Feldern, die es hat. Das Ganze ist mit Confields. Nur, dass das XML nicht ein File ist, sondern on the fly von der Datenbank, von den Feldern in der Datenbank generiert wird. Kurz die End-User-Perspektive. Es fängt eigentlich alles an, dass man im Backend in der Sidebar die zwei neue Einträge sieht, Fields und Field Groups. Und dann, wenn man da dann draufklickt, wird auf Fields, wird auf der rechten Seite dann eine Liste von Feldern angezeigt, die man durchsuchen kann. Man kann nach Status filtern, so wie man sich eigentlich von Joomla gewöhnt ist. In der Toolbar werden dann die Buttons angezeigt, wo man die Felder anpublishen kann und was auch immer. Und wenn man dann auf New klickt, wird die Bearbeitungsmaske vom Feld geöffnet und da kann man dann den Titel des Feldes angeben, den Typ und noch weitere Attribute. Wenn man dann das Feld speichert und einen Artikel bearbeitet, wird dann ein neuer Tab angezeigt mit Fields, wo man dann die Werte der Felder definieren kann, die zum Artikel gehören. Und im Frontend wird dann unter der Detailliste vom Artikel wird dann die Liste der Felder angezeigt mit den Werten. Also eigentlich keine große Veränderung, sollte alles eigentlich wirklich, das Ziel war, alles nahtlos zu integrieren. Wie sieht es jetzt nun aus für den Entwickler? Wie gesagt, es fängt an mit der Sidebar. Da muss man zwei neue Entries in die Sidebar fügen, wo man einen zeigt auf ComFields, da muss man noch ein Zusatzattribut Context angeben. Der Context erinnert stark, wie man hier sieht, von Kategorien an die Extension. Ist eigentlich meistens der Komponentenname und dann noch eine Section dazu. Ich werde dann noch später drauf kommen, aber man kann eigentlich pro Komponente verschiedene Sections angeben. Zum Beispiel bei uns für DP Calendar, da haben wir Events, da haben wir Locations, Bookings, Tickets und für all diese Entitäten kann man Custom Fields angeben. Der zweite Eintrag sind dann die Field Gruppen. Das ist, wird nach Categories gelinkt. Mit der Extension ist auch wieder wie oben der Kontext, einfach nur mit dem Suffix .fields. Und dann ist schon, dann hat man eigentlich die Backend-Integration, läuft schon. Wie gesagt, wenn man dann auf Fields geklickt hat, wird ComFields geöffnet, alles Standard, Joomla 3 mit Controller, Models, Views, so wie man sich es gewohnt ist. Wenn man dann den Artikel bearbeitet, wird der On-Content-Prepare Form-Event geladen und dann werden alle Felder ausgelesen, die dann dem Formnamen, als Kontext den Formnamen haben und dann wird wirklich ein DOM-Dokument erstellt mit den Nodes, wo man dann die Attribute draufsetzt und am Schluss wird der ganze DOM wird dann in das Form geladen als XML-String. Das Ganze findet im System-Plugin statt, weil das System-Plugin, das hört auf all die verschiedenen Events. Wir mussten ein System-Plugin nehmen, weil wir rollen auch die On-Content after User Safe oder so. Also es gibt da aus verschiedenen Kontexten, wollen wir die Events fangen und darum mussten wir ein System-Plugin schreiben. Wenn man dann Speichern klickt, wie schon erwähnt, werden dann die Werte vom Form ausgelesen und in die Tabelle geschrieben. Vielleicht noch kurz zum Tabellenschema von ComFields. Es sind eigentlich nur zwei Tabellen. Es ist die eine, die Feldtabelle, die alle Felder beinhaltet, so wenn man es irgendwie von Artikeln kennt, wo irgendwie das Statusfeld drauf ist, das Access Flag gesetzt wird, wer es erstellt hat und so weiter und so fort. Und dann noch eine zweite Tabelle, wo dann das ganze Mapping zwischen dem Wert und dem Feld besteht. Es werden da keine Tabellen on the fly generiert oder was auch immer. Es ist wirklich das Schema,
wollten wir einfach und verständlich halten. Wenn dann die Felder im Frontend automatisch angezeigt werden sollen, dann hört das System-Plugin auch wieder auf verschiedene Joomla-Events, den Content After-Title Display-Event und den Before-Display-Event und After-Display-Event. Man kann dann auch auf dem Feld selber definieren, wo es auf welchem Event es dann angezeigt werden soll. All das passiert eigentlich wirklich automatisch, da muss man als Extension- oder Komponentenentwickler nicht groß eingreifen. Ja. Muss ich, oder kann ich die Events nur in dem jeweiligen einzelnen Feld aktiviert bzw. einstellen, oder gibt es hier globale Einstellungen, wo ich sagen kann, ich möchte, dass es nirgendwo angezeigt wird, aber nicht selbst eine Ausgabe geben? Die Frage ist, kann ich das dann pro Feld einstellen oder muss ich das pro Feld einstellen oder kann ich das auch global? Im Moment ist es global und pro Feld verfügbar, global jedoch im System-Plugin, weil es von da die Triggers kommen, ist wahrscheinlich für den Anwender eher nicht gerade so logisch auf der ersten Sicht, aber für uns Entwickler schon. gut, nochmals eine Zusammenfassung. Eben über Plugin-Events wird das Ganze eigentlich zusammengehalten. Dann Confields ist die Komponente, um die Felder zu managen. Und Layouts, da werde ich dann später nochmals genauer darauf zurückkommen, wird gebraucht, um die Werte zu erstellen und auch zu rendern. Machen wir eine kurze Demo, dass jeder auch vorstellen kann. Ich habe hier eine Seite. Ich habe hier eine Joomla-Seite von meinem Branch. Ist jetzt noch vom End-User-Tag ist da noch ein paar Inhalte drin. Aber grundsätzlich sieht man hier die. Hört man jetzt? Hallo? Ist es? Ja. Setz mich sonst hin. Also ich habe hier die Sidebar mit den Feldern. Das ist jetzt noch der Inhalt drin vom Talk vorher. Ich mache jetzt da noch ein neues Feld in Demo-Text-Feld. Speichere das, gehe dann zu den Artikeln hin. Habe hier einen neuen Tab Fields. Da kann ich jetzt einen Wert eingeben, speichern und schließen. Und wenn ich dann das Ganze im Frontend ansehe, in der Artikelsicht, sehe ich hier dann den Wert, den ich vorhin eingegeben habe. Ist das soweit mal verständlich vom Konzept her, vom Aufbau her, vom Ablauf? Sonst einfach Fragen. Wie integriere ich jetzt das Ganze in meine eigene Komponente? Das Wichtigste ist der Kontext. Es fängt an bei dem Sidebar-Eintrag, dann geht es weiter beim Form. Da muss der Formname dem Kontext übereinstimmen, den ich in der Sidebar als Parameter mitgegeben habe. Dann beim Save-Event muss der gleiche Kontext sein und auch beim Display-Event. Das sind eigentlich wirklich all die Anwendungsfälle, die dann den Kontext auch benötigen. Standardmäßig ist der Kontext eigentlich auch schon richtig gesetzt. Wenn man eine Standard Joomla 3 Komponente nimmt mit einer Entität, werden da eigentlich die Kontexte richtig gesetzt. Zum Beispiel, als wir die Integration für Artikel gemacht haben, da mussten wir eigentlich wirklich nichts im Core ändern und alles funktionierte. Damit die Felder dann auch wirklich im Formular angezeigt werden, müssen alle Params-Fieldsets geladen werden.
ist auch standardmäßig in Joomla schon dabei. Es gibt da ein Layout dazu. Ich zeige das mal kurz. Sieht man's? Es ist eigentlich eine Zeile Code und dann werden alle Param-Field-Sets geladen, neue Tabs erstellt. Wenn quasi die Gruppe dann, um die Felder anzuzeigen, noch eine Beschreibung hat, wird die Beschreibung angegeben. Also von dem her auch wieder minimalster Aufwand für den Entwickler. Die Felder, wenn man den OnContentPrepareDataEvent triggert von seiner Komponente aus, bevor die Felder angezeigt werden, werden die Felder automatisch an die Entität rangehängt. Also die Entität bekommt ein neues Feld Fields und da sind dann alle Felder im Layout ansprechbar. Zum Beispiel. Oldschool mit dem Printer. Aber hier sieht man, das ist der Artikel, der im Layout verfügbar ist, mit der ID 1 und dann Titel und Alias. Und wenn ich da jetzt weiter runter scrolle, sehe ich hier ein Array mit Fields und da sind dann alle Felder ansprechbar in einem Layout. Ist interessant für den Site-Integrator, da kann er dann wirklich auf die Felder zugreifen. Es sind da verschiedene Leute, die DB-Fields brauchten, die haben da dann wirklich, konnten dann spezifisch auf die Felder, die sie dann ansprechen wollten, ihre Prints machen. Jedes Feld hat einen Value-Wert, das ist dann wirklich der gerenderte. Hat einen Value-Wert, das ist dann der gerenderte Wert, der für das Frontend angezeigt werden kann, und ein Raw-Value. In unserem Fall hier, da diese, wo Raw-Value ein Array ist, das ist dann eine Liste, die ich vorhin im Anwender-Talk gemacht habe. Das stehen dann wirklich die IDs drin und nicht ein Wert zum Ausgeben. Auch das, wie schon erwähnt, automatisiert, ohne dass man als Extension-Entwickler eingreifen muss. Eigentlich der einzige Ort, wo man selber etwas machen muss, wenn all die anderen Übereinstimmungen gegeben sind, ist bei der Standardsuche. Da haben wir verschiedene Ansätze diskutiert und sind eigentlich nie wirklich auf eine Lösung gestoßen, wo wir sagen konnten, okay, so können wir jetzt das Ganze den Extension-Entwickler bei der Standardsuche abnehmen. So muss jetzt eigentlich jeder, der ein Suchplugin hat, muss da selber noch einen Join auf die Value-Tabelle von ComfFields machen. Wir haben das für das Content-Plugin gemacht, da kann man sich abschauen, wie man das machen könnte. Es sind ein paar Zeilen Code und eigentlich einfach zu verstehen. Smart Search ist automatisch supportet, da geht es auch wieder über ein Plugin-Event, ich weiß nicht mehr genau, aber das Item, das indexiert wird, und das werden dann die Felder angehängt, die zum Beispiel zum Artikel gehören. Würdest du da
das dann anzeigen? Im Endeffekt nichts sagen. Das Plugin besucht immer alle Felder, beziehungsweise mit einer Filterung eben im Feld stelle ich ein, dieses Feld soll in den Suchen berücksichtigt werden und dieses Feld eben nicht. Aha. Und dann habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, so, die Felder durchsuchen zu lassen oder eben explizit zu sagen, nein, das darf nicht durchsucht werden. Ja, und was meinst du, um das zu abstrahieren, dass das direkt... Es geht darum, dass es nicht mehr nötig ist, dass der Entwickler das irgendwo integrieren muss oder selber nochmal etwas dazu programmieren muss, sondern das kann direkt vom Feld ausgesteuert werden. Ja, das Problem bei der Integration war eigentlich nicht unbedingt die Suchfunktion, also die Abfrage, sondern das Generieren von Links. Weil es gibt da, wie soll ich sagen, da gibt es nicht wirklich einen Standard, wie man die Links generiert. Es gibt schon, die meisten haben irgendwelche Help oder Route, Query Route Helper. Und wir haben da angeschaut, wie es Context macht. Und wir haben da dann vorher da mit dem Thomas Hunziker, der hat dann auch einen Kommentar dazu geschrieben. Und irgendwie, es war dann auch eine gehackte Lösung, ein bisschen. Und ja, wir haben dann schlussendlich gefunden, will es dann doch noch sauber machen und dann haben wir dann den Weg gewählt. Aber vielleicht haben wir auch eine Option verpasst. Und man könnte ja, es wird ja sicherlich so sein, dass in der Datenbank so ein Feld ja hinterlegt wird, wo sie eingesetzt oder wo das Feld eingesetzt wird. Und ich denke mal, wenn man dann die Router der jeweiligen Erweiterung anpackt, um die URL zu dem jeweiligen, zur jeweiligen Ausgabe zu setzen, und das kann man ja automatisiert in einem Plugin setzen, was ja dann für jede Erweiterung gilt. Ja, das Ding ist dann, du willst ja, dass die Artikel nicht irgendwie in der Fields-Suche-Kategorie sind oder beim Basic Search, sondern du willst ja, dass die Artikel dann nur in der Artikel-Kategorie auftauchen. Im Endeffekt geht es mir darum, ich habe ein Feld mit einem Wert, der gefunden werden soll, und das Feld ist ja nicht als eigenständige Ausgabe, sondern innerhalb eines Artikels integriert. Also reicht es ja, wenn ich das Feld gefunden habe und weiß, in welchem Artikel. Artikels generieren, also in dem Fall der Komponente Content. Ja, eben für Content, da weiß man, da gibt es einen Content-Router oder irgendwie wie die Klasse heißt, aber das haben halt schon nicht alle so umgesetzt und dann wird es dann auch wieder. Wenn es zur Verfügung steht, wird das vielleicht auch nutzen? Ja, vielleicht. Voll Rückweg. Das ist irgendwas an Antwort. Gut, wie integriere ich meine eigenen Felder? Also zum Beispiel in DB Calendar, da ist ein vielfach sind Anfragen gekommen, ich will eigentlich auf der Eventseite mehrere Kalender anzeigen, zu der das der Termin oder die Veranstaltung gehört. Und so haben wir dann für Kalender ein eigenes Field gemacht und das ist dann als Custom Field im Event, in der Event. Ansicht ist das dann verfügbar. Das Einzige, was ich machen muss, ist das JForm Domfield Interface implementieren und JForm erweitern. JForm, das machen ja die meisten, die erweitern das, aber neu kommt das Domfield Interface. Das muss dann wirklich im eigenen JField muss das dann implementiert werden. Und dann hat man, wenn man das Feld, ein Feld neu erstellt hat und da in der Typebox wird dann das Feld ersichtlich. Wenn jetzt das Feld noch weitere Parameter hat, zum Beispiel wenn man ein Bildfeld hat oder die Liste, die hat ja dann quasi noch das Multiple-Attribut, dann kann man XML anlegen mit demselben Namen des Feldes und das dann im Parametersordner platzieren und dann wird das automatisch ausgelesen. Das JForm Domfield Interface hat eine Funktion in getFormParameters, was dann einfach den XML-Inhalt des verlangt und das JForm Field, das abstrahiert das so weit, dass es halt das File dann schon ausliest. Wenn jetzt das Feld noch den Output separat generieren will, dann kann man Layout dazu benutzen. Das muss dann im Ordner Field Prepare sein mit dem Namen des Feldes.
Und dann wird anstelle vom Base-Layout wird dann das Feld, das Layout des Feldes aufgerufen. Wir werden dann das noch sehen, wenn man selber ein Custom-Field-Plugin schreiben will. Ja? Wenn ich für das Feld zum Beispiel Speichereinfluss erkläre, also jetzt mal pauschal Adressfeld oder Geodaten, dann würde ich das nicht. Adressfeld ist das Geodatenfeld, wenn der Artikel gespeichert wird, würde ich das Geodatenfeld das Adressfeld auslesen und dann irgendwie bei den Geodaten oder so Geodaten hängen, dann würde ich das Speichereinfluss speichern. Ist im Moment so nicht möglich. Ja, müsste man das wahrscheinlich so machen. Ja. Gut, dann ein paar Hidden Features. Das sind jetzt wie vom Anwender-Talk die ähnlichen Slides, einfach für, mit dem J-Layout-Helper. Es werden, wenn man die Werte des Feldes ausgeben will, dann wird eine Reihe von Layout-Aufrufen durchgegangen. Also zuerst wird von der Komponente das Layout aufgerufen, dann, wenn das keinen Wert zurückgibt, von ComFields und dann vom Base-Layout der Komponente und am Schluss von ComFields das Base-Layout und das gibt immer den Wert zurück. Das ist von dem her ist das erforderlich, dass wir zum Beispiel dann in der eigenen Komponente wollen wir irgendwie das Textfeld überschreiten, dann können wir dann in unserer Komponente ein Layout ausliefern, dass das Textfeld den Wert des Textfeldes überschreibt und dann wird das Layout dann auch nur angewendet, wenn man die eigene Komponente, also auf der eigenen Komponente dann im Frontend die Entitäten anzeigt. Es gibt wiederum dem Extension-Entwickler sehr viel Flexibilität, aber auch dem Site-Administrator, der kann dann da auch eingreifen in seinem Template mit Layout-Overrides, dass er sagen kann, ich will zum Beispiel beim Image-Field, will ich da quasi einen Override machen und dann Imaging noch mit, weiß auch nicht, mit einem speziellen Alt-Tag oder so ausgeben. Es sind dann wirklich sehr viel Flexibilität vorhanden. Das gleiche Verfahren wird dann beim Rendern gebraucht, wo ich dann die Liste automatisiert über die Display-Events anzeige. Da wird zuerst dann von Fields, also mit S, die Mehrzahl, ein Render-Layout aufgerufen, zuerst auch wieder von der Komponente und wenn die keinen Wert zurückgibt, dann von ComFields. Somit ermöglicht es dem Komponentenentwickler auch wieder Einfluss zu nehmen. Also zum Beispiel bei Kontakte, da wird die Liste anders angezeigt als bei Artikeln. Und da haben wir dann Layout-Override gemacht bei Kontakten, wo wir den Output dann anders darstellen. Was die Liste dann printet, ist zum Beispiel bei einer Unnumbered List, ein OL-Tag. Und in einem Loop geht es dann alle Felder durch und ruft wieder für jedes Feld dann ein Layout auf, zuerst auch wieder der Komponente und dann von ComFields. Man kann da auch wieder dann pro Komponente, also die Komponente selber kann da ein Layout mitliefern, wie es die Felder angezeigt werden kann, wie die Felder angezeigt werden soll oder dann von ComFields. Es gibt auch wieder den Site-Administrator, dass er da eingreifen kann und wirklich das Ganze auf seine Seite anpassen kann. Auch wieder sehr viel Flexibilität. Ich denke, die meisten Anwender oder auch Entwickler werden damit nichts groß zu tun haben, weil es out of the box läuft es, wie man es erwartet. Ja, Frage? Diese ganze Layout-Geschichte und sowas, das mache ich für jeden Feldtyp, oder? Also für ich überschreibe jetzt alle Textfelder und schreibe Layout. Also die Frage ist dann, ob es nochmals man noch tiefer eingreifen kann, dass man sogar pro Feld, das man angelegt hat, ein Layout auslegen kann.
Das ist im Moment out of the box nicht möglich. Was man machen kann, ist für ein Textfeld Override, und dann kann man halt ein if reinmachen, weil man bekommt da das ganze Feldobjekt. Da kann man dann if reinmachen, if id gleich 2 oder so, dann mache ich etwas Spezielles. Marco? Man kann aber auch dann mehrere Kontexte, wie schon erwähnt, zum Beispiel in ComContact, da haben wir Felder für den Kontakt oder auch für das Kontaktformular. Das wird dann das wird über einen Filter XML gemacht. Ich weiß nicht, die meisten, die im Backend die Standard suchbar implementiert haben, da muss man ja nur noch einen Filter underscore und dann Artikel oder ähnlich anlegen. Dasselbe dann für Filter. Man kann da dann vom Typ Section ein Feld reintun und mit den einzelnen Optionen von den Kontexten, die man unterstützen will oder unterstützt haben will. Und dann wird hier dann eine Liste von den verschiedenen Kontexten angezeigt. Und dann, das ermöglicht mir, dass ich innerhalb meiner Komponente dann verschiedene Entitäten, Felder haben kann. Da wird also wirklich, wenn ich da den Kontext ändere, wird da die Liste neu geladen mit den Feldern, die diesem Kontext entsprechen. Also ich kann nicht ein Feld für Kontakt haben und gleichzeitig dann auch noch für das Kontaktformular. Es gibt einen Helper, die wahrscheinlich am meisten gebrauchte Funktion dort ist GetFields. Da kann ich über Kontext und ein Item, das wäre ein Artikel oder irgendwie ein Benutzer, kann ich da die Felder erhalten. Mit dem dritten Parameter True wird dann noch das Layout gerendert, den Wert des Feldes. Es gibt da noch weitere Funktionen, um die Felder anzuzeigen oder irgendwie im Kontext zu parsen. Aber ich denke, die meistbenutzte Funktion wird GetFields sein. Dann gibt es noch zwei Modelle, die wir im ComFields haben. Eines für die Felder. Wenn man mehr Filterfunktionen haben will, die verwendet, dann kann man das Fields-Modell aufrufen, dort die Get-Item, also die Werte mit SetState, dann die Filter mit SetState setzen und dann über Get-Items die Felder von der Datenbank auslesen. Das Field-Modell, das hat zwei weitere Methoden, SetValue und GetValue, die werden über die werden dann die Werte der einzelnen Felder gesetzt oder ausgelesen. ACL wird supported. Jedes Feld hat ein Access Level, wie man es kennt, mit dem Access Flag. Und es wird eine neue globale Permission eingeführt, die Edit Value. Die wird da gebraucht, dass man das Feld kann man dann pro Feld definieren, wer den Wert des Feldes im Formular bearbeiten kann. Das ist, wie gehabt, wird da von der Hauptkonfiguration dann runtergeerbt bis auf Feldebene. Gut, die neue Fields-Plugin-Gruppe. Wir haben gesehen, jede Komponente, da werden die Felder geladen von den einzelnen, die im Joomla Core drin sind oder auch in der Komponente. Was jetzt aber möglich ist, ist, dass ich als Extension-Entwickler ein Custom Field Plugin schreiben kann, zum Beispiel in Google Maps, wo ich die Breiten- und Längengrad eingeben kann dann im Artikel, oder in ein Twitter Feed Plugin, wo ich einen Hashtag angeben kann, und da wird dann im Artikel werden da die Tweets angezeigt, die diesem Hashtag entsprechen. Also das sind dann wirklich, ist wie eigentlich ein, geht ein neues Feld auf für uns Extension-Entwickler.
es ist vom Vorgehen her ist es dasselbe wie für die eigene Komponente. Man muss eigentlich nur ein Feld, einen Fields-Ordner haben mit seinen Form-Fields drin. Also zum Beispiel eben das Twitter und twitter.php. Das muss für von JForm-Field erweitern und das JForm-DOM-Field-Interface implementieren. Und dann wird es in dieser Typengruppe oder in dieser Typenliste angezeigt, wenn man ein neues Feld erstellt. Man kann da einen Layouts-Ordner im Plugin platzieren und dann auch noch ein Parameter. Man sieht hier, wie die Struktur ist. Ich habe ein Gallery-Plugin. Als Showcase habe ich da in diese Plugin-Gruppe mal reingetan. Eben sehen wir, dass da Gallery.php, dass das Feld ist und die Layouts und am Schluss noch die Parameter. Es werden keine Plugin-Events getriggert. Im Moment ist noch Configuration by Convention. Also man muss da wirklich dem Layout entsprechen, die gebraucht werden. Vielleicht wird irgendwann mal ein Plugin-Event eingeführt, um seine Pfade zu den Feldern als Events zu haben, nicht einfach nur bei Konfiguration. Ich finde das noch eine coole Funktion, ist das auch verständlich, um was dass es da geht bei dieser Fields-Plugin-Gruppe? Wir sind da noch Fragen. Ich kann es sonst auch noch schnell zeigen. Ich habe jetzt hier das Gallery-Plugin, das extended von JForm-Field ist. Das Einzige, was ich da implementieren musste, ist GetOptions. Das daher, dass weil JForm-Field-List weil JForm-Field-List schon das DOM-Field-Interface implementiert und dann habe ich eigentlich läuft das out of the box. Was ich noch habe, ist hier ein eigenes Layout, dass mir jetzt da das aufgerufen wird und dass mir da so benutze die Fotorama-Library, dass mir ein Div ausgibt und dann mit all den Bildern, macht da noch ein Resize und am Schluss wird da, wenn es ein Thumbnail dazu gibt, ein Link dazu generiert oder sonst der Image-Tag ausgeprintet. Von dem her, eben da haben wir eigentlich all die Funktionalität ausgelotet, die es da braucht. Und dann noch das Parameters. Das sind dann auch, wie man es so kennt, eben eine Max-Width oder Max-Height oder ob es rekursiv die Folterstruktur runter angezeigt werden soll. Das sind dann so, ist an den Plugin-Entwickler, sind da keine Grenzen gesetzt. Gut, der Weg zu einem CCK ist nicht mehr weit. Wir haben eben der Pull Request, das Ding, es sind 250 neue Dateien und irgendwie das noch mehr aufzublähen, habe ich mich fast nicht getraut. Ich will auch mal schauen, wie es die Community aufnehmen will. Man könnte jetzt wirklich eigentlich anfangen, Custom oder CCK-Funktionalität einzubauen, aber da muss man wirklich sehen, wie das Feedback dann sein wird. Es gibt auch ein Hello World-Demo, ich habe das offizielle Hello World-Demo, die offizielle Hello World-Komponente von Joomla geforkt, habe da für die Befehls einen Branch gemacht, wie man das mit ein paar, eigentlich brauchte ich da zwei Commits und hatte Custom Fields-Integration in der Hello World-Komponente. Das gleiche kann dann mehr oder weniger auch für Comfields benutzt werden. Gut. Dann die Slides werde ich noch im Laufe des Tages auf meiner Webseite hochladen, sind da verfügbar. Aber jetzt noch, wenn Fragen sind,
machen wir noch eine kleine Fragerunde. Keine, alle erschlagen. Ja? Das ist eigentlich mehr, sie wollten da 2.5.2 Release machen und dann kamen dann ein paar Feature hinzu, die eigentlich quasi ein minor Versions-Upgrade waren und dann wurde daraus dann aus 2.5.2 3.6. Hat dann ein bisschen länger gedauert, als man angenommen hatte und dann wurde alles, was in 3.6 geplant war, wurde dann auf 3.7 verschoben. Das ist eigentlich der Grund, warum das jetzt erst in 3.7 reinkommt. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich bin noch den Rest der Konferenz hier. Ich freue mich immer über Feedback und Kommentare. Danke vielmals fürs Interesse. Applaus